Ja. Ja. Immer so eine Sache. Allerdings. Kurze. Mach mal Ja. noch mal die Melodie. Mach weiter. So oder ähnlich. Das ist die Remix-Version, aber damit wir keine GEMA-rechtlichen Probleme bekommen, spielen wir einfach mal eine Runde Cards Against Humanity. Ja, das ist das. Ich hätte gerne mal wieder eine Liste, damit ich wieder den Community-Tisch vorbereiten kann. Den Community-Tisch? Halt! Ich schreibe euch das diesmal aus. Jetzt machen wir. Aber ihr braucht trotzdem die eins oder zwei tippen, also jetzt keine Panik. Ich mache das nur mal einfach mal der Abwechslungshalber. Einfach nur mal für mich jetzt hier so. Und der Hutze, 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 weil der so fleißig ist. Hoppala, falscher Button. Kriegt natürlich was Schönes. Mal sehen, was kriegt er denn Schönes? Was haben wir denn da? Da haben wir. Oh, er kriegt Kohle. Ja, Geld. Er war jung und brauchte das Geld. Oh, hörst du das Geräusch? Das ist geil. Das ist cool. Guck dir mal genau an. Das hat was. Schwupp. Das ist geil. Das macht Spaß. Dann müsst ihr irgendwie so ein Wurfspiel machen. So. Ping. Oh, da ist er hin. Vielleicht kommst du wieder da. Das macht Spaß direkt dabei. Es ist nice. Gefällt mir. Ja. Kurz So. AFK. Du bist kurz AFK. Na toll. Jetzt ist er kurz AFK. So, ich werde aber trotzdem schon mal langsam anfangen. Er ist ja noch kurz AFK. Schnell mal eine Cola trinken, damit die Nacht mit durchmachen kann. Mit Geld spielt man nicht. Nee, macht man das nicht. Hier, guck mal her. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, der hat die Kohle. Jeder spielt mit virtuellem Geld herum. Es ist ein ganz böser. So, jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen ernsthaft wieder zu sein. Gut, wir nehmen uns mal schwarze Karte, weil jetzt habe ich den Anfang mit der schwarzen Karte. Und kann sie schon mal langsam vorgelesen, weil der Halt. Luzi wäscht sich ja nicht die Hände, wenn er vom Club. Haben wir nicht gemischt? Wir haben nicht gemischt? Wir haben echt nicht gemischt. Wir haben nicht. Nein, nein, wir haben. So, gut. Das heißt, die erste Karte des schwarzen Humors. Deshalb ist sie auch schwarz. Oh Gott. Mit Geld spielt man nicht. Erst ab ein 500-Euro-Schein. Ja, okay. Das andere ist ja nur kleines Spielzeug. Ne? Und nun auf Eurosport das Meisterschaftsturnier des Punkt, Punkt, Punkts. Ja. Geht aber gut. Wie hast du das denn gekriegt? Pack mal die wieder in Stapel. Warte mal, dann müssen wir die nochmal neu mischen. So, warte mal, meine schwarze Karte des Humors. So, die muss man ja. Oh. So, okay. Gut, danke. Kann ich die Münze auch aufstellen? Probier es aus. Wie mache ich das? Indem du sie ganz langsam drehst. Was aber nicht leicht sein dürfte. Der ist ganz schön lange AFK, wa? Was macht der denn da? Gesundheit. Mensch.
Nee, das ist langweilig. Was haben wir hier noch Schönes? Test, das haben wir. Board, Smart. Leckers? Aha. Ich mach mal ein LS15 Online-Game auf. Aha, okay. Ist hier jemand auf LS heute? Unheimlich stark. New, was ist denn new? Geile Zeug. Der gefällt mir. Oh, ist das ein Hammerteil? Warte mal, gucken wir uns den mal an. Ich hab die Exos-Karte. Du hast die Exos-Karte. Wollen wir tauschen? Nee. Hier wird nicht gescheatet. Hier wird nicht gescheatet. Ein freundliches, kleines Kärschchen. Den lädt man dann übrigens ein zum Kaffee und Kuchen. Wir können anfangen. So, wir können anfangen. Also, die erste Karte heißt: Und nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des ... Ja, mal sehen, was das für ein Meisterschaftsturnier wird. Ich habe die Karte gerade vorgelesen, Herr Hutze. Ne? Kannst du Hutze auch als Gewinn ... schenken? Keine Ahnung, was ich Ihnen da schenken soll. Irgendwas mit D? D. Eine Didelmaus oder was? Nee, das hört mich, fängt nicht mit O. Hört Dildo. Nicht. Ach so, ein Dildo. Ich glaube, der kann nicht viel damit anfangen. Ja. Maximal seine Frau. Aber er selber nicht. So, eine Karte fehlt hier noch. Ich hätte gerne noch die zweite Karte. Und? Hm? Ach, er ist noch dabei. Er braucht Zeit jetzt. Er braucht eindeutig Zeit. Mission Impossible. Und das ist die erste Wahl gleich. Und nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des Zivile Opfer. Nice. Könnte schön in Amerika laufen, aber nicht in Europa. Das ist mehr amerikanisches Programm. Oh Gott. Gut. Und nun auf Eurosport, das Meisterschaftsturnier des Selbstmord. Ja, 1 oder 2, 2 oder 1. Einfach als Ziffer tippen. Ihr müsst es nicht ausschreiben. Bitte mal hier unter dem Strich. Ja, mal sehen, was kommt. Mal sehen, was kommt. Mal sehen, was kommt. Mal sehen, wofür sich entschieden wird. Was wird es denn demnächst auf Eurosport als Meisterschaft gehen? Zivile Opfer oder Selbstmord? Es wurde sich entschieden für Selbstmord. Jawohl. Jawohl, da freut sich der Luzi, ja? Da ist ja jemand. Ist das unsere erste Runde, die wir gespielt haben? Bitte? Das ist die erste Runde, die wir spielen? Ja, ja. Ja, ja. Gut. Ja, ja. Habe ich noch nicht vergessen aufzuschreiben. Ihn nennst du also Peitsche? Dann bist du der Zuckerbrot und ich bin die Nervennahrung? Oder was ist hier so los? Das ist ja hier mal wieder. Herzhaftes Dissing, ja? Das ist ja hier so. Hutze, Sie sind dran. Ich bin. Ja. Du bist dran. Nervlich am Ende. Du bist nervlich am Ende. Ja. Das wäre eine Lösung. Oh, ja. Das wäre die Lösung. So. Was hat meine letzte Beziehung beendet? Ui. Oh. Was hat von. Ja, was wann hat von den Hutz die letzte Beziehung beendet? Los, sagt mein Gesicht, ins Gesicht. Ja, ja. Ja, hier habt ihr nochmal die Auswahl. Hochzeit. Ja. Mal sehen, was deine Beziehung geendet hatte. Mal schauen, was es war. Ich hätte sogar schon Favoriten. Ba, 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 ba. Mal sehen, was die Community sagt. Ja, sie ist noch am Überlegen. Sie ist eindeutig noch am Überlegen. Sie weiß es noch nicht.
Die ist noch am Überlegen. Oh Gott, ist sie jetzt am Überlegen? Das scheint eine sehr schwierige Entscheidung zu sein. Mann, das hält ja keiner Maus. Ihr wollt nicht, dass ich singe. Nein, tu uns das. Aha, da ist die Entscheidung. Die Entscheidung ist gefallen. Drei oder so. Drei oder so. Ich zeige euch mal gleich die Karte, die ich genommen hätte. Bei mir wäre es die gewesen. Ja? Ja, so unterschiedlich kann der Geschmack sein. Okay. Also, meine letzte Beziehung hat beendet. Ja, was denn? Zu viel Haargel. Die Vorzeigeminderheit. Beides schön. Ja. Ja, welches darf es sein? Die Vorzeigeminderheit. Die Vorzeigeminderheit. Damit hat die Nervennahrung-Community definitiv den Punkt. Ja, ja. Gehen nochmal die Karten durch, damit ihr gleich schon mal die Entscheidung habt, wenn der Luzi seine Karte spielt. Genau. Oh. Bei den Schwarzen. Im Fall eines Kriegsausbruchs rüstet sich die südkoreanische Armee mit. Oh, womit rüstet sich denn die südkoreanische Armee? 1, 2, 3, 4 oder 5. Ja, Bibi, das war geil, das war gut, das war schön, das war passend. Wollen wir mal schauen, was jetzt gleich kommt oder auch nicht oder was erscheint. Kommt, klingt immer so schlimm und verkehrt. Na, was darf's sein? 1, 2, 3, 4, 5. Fährst du auf dem Fahrstuhl? Ich habe gerade lustige Fahrstuhlmusik im Hintergrund laufen. Deshalb bin ich die ganze Zeit so angeheitert. Ich würde die 1 nehmen. Ja, dann nehmen wir mal die 1. Wenn du die 1 nehmen würdest, dann nehmen wir die 1. So. Ich hätte sie übrigens dann, glaube ich, jetzt auch genommen. Ja, oder? Ja, ja. Nee, ich hätte die 1 genommen. Ich hätte die 2 oder die 3 genommen. Na, das ist ein bisschen schwierig. 2 oder 3? Oh, eine sehr interessante Karte. Die könnte Spaß machen. Hier oder da. Kriegsausbruch. Kinder an einer Leine. Die Regierung. Und? Ja, yeah, die Kinder. Die Kinder an der Leine. Eieiei. Ja, also damit kann man... Ja, damit kann man wirklich auch jeden Krieg gewinnen, wa? Also mit Kindern an der Leine, da kann ich mir schon vorstellen, die übelste aller Waffen. Da gibt es sogar eine Simpsons-Folge, wo ja, sie da das... Ups, das war die falsche Karte. da gibt es, wie gesagt, eine Simpsons-Folge, wo es um ein Voting geht und die Kinder die stärkste Waffe verwenden. Umarmung und die anderen Erwachsenen, die erkälten sich dann alle. Die stärkste Waffe sozusagen der Kinder. Ja, ja, das ist schon ganz übel. Gut, wollen wir mal gucken? An der Uni Köln wird seit 2010 als Studiengang angeboten. Ja, liebe Leute, jetzt dürft ihr euch suchen. Entscheiden, was macht ihr Schönes? Ah, es ist schön, wie die beiden am Arbeiten und im Überlegen sind. Da sieht man, der Luzi hat ein paar neurale Zellen, die aktiver sind. Der Huzi hat ein bisschen länger gebraucht. Ja, ist auch nicht immer einfach, die passende Karte zu finden. Ja, und die Community braucht jetzt 30 Sekunden. Ja, ja. Aber auch nur deshalb, weil die Technik das nicht anders hergibt. Die Community, die kann ja nicht dafür. Ja. Okay, wir haben 2 Karten. Das heißt, an der Uni Köln wird seit 2010 ein Amoklauf als Studiengang angeboten. Ja, der ist schon recht nice, muss ich sagen.
Oder? An der Uni Köln wird seit 2010 Sexsklaven als Studiengang angeboten. Wow, das ist wirklich eine schwere Runde. Eine verdammt schwere Runde. Eine verdammt. Weil die sind beide sehr. Also, oh Mann, also ich wüsste gar nicht, welchen Studiengang ich belegen würde. Kommt auf den Preis drauf an, welcher günstiger ist. Weiß es nicht. Aha, die Community hat entschieden, es ist eindeutig. Zwei, es sind die Sexsklaven. Xos 2,50 Euro. 2,50 Euro. Na, das ist doch günstig. Gut. Wunderbar. Und einmal hier ran. Sehr schön. Schöne Karten. Damit ist der Hutze mit der schwarzen Karte dran. Ich zeig mal meinen netten Zuschauern die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Sie alle. Was ziert die Titelseite der nächsten Ausgabe des Playboys? Eine sehr schöne Frage. Sehr schöne Frage, die es definitiv jetzt zu beantworten gibt. Ja. Ein schönes Gitarrensolo. So, Leute. 30 Sekunden sind gleich vorbei. Jetzt müssten doch langsam kommen. Und die Karte 4 wurde ausgewählt. Ich hinterfrage jetzt mal die Entscheidung nicht. Ja, also wirklich. Ich hinterfrage sie mal nicht. Also, ich hätte entweder die genommen oder die genommen. Ich hinterfrage das mal jetzt. Ja, also, hinterfrage es. Zieren wir die nächste Titelseite des Playboys. Die globale Erwärmung. Ja, lies es vor. Ein gebleichtes Arschloch. Ja, ich würde schon sagen, Arche, die wilde Bleiche. Jetzt fragen wir so, wer hat denn das gebleichte Arschloch? Was ist denn los? Ja, wir hatten das gebleichte Arschloch. Aha. Muss der doch nicht so peinlich sein. Meine Güte. Ja, ja. So. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg bekämpft wird, aber im Vierten Weltkrieg wird man mit Punkt kämpfen. Oh, eine sehr schwierige Karte. Was wird das wohl eine Waffe sein, mit der man da bekämpft wird? Ja, ihr habt die Qual der Wahl. 1, 2, 3, 4 oder 5. Ich zeig's euch nochmal. Oh, scheiße. Guck mal. Ja, das ist die, ja. Ja, schmeiß die mal raus. Also gut. Ich habe jetzt noch nicht mal was gesehen, was ihr macht, weil ich mache dann immer Zoom auf meine Karten, damit die Leute die Karten sehen können. Ja, ja, ja. Hier ist aus Versehen meine Karte in seine Karten gerutscht. Ah, aus Versehen. Aber so blöd, dass ich nicht gesehen habe, welches es war. Okay. Gut. Diese Karte ist die Entscheidung der Community. Oh, da hat jemand Spaß mit den Münzen, eindeutig. Ja. Dann wollen wir mal schauen, was kommt. Weltkrieg wird man nicht. Gänse.
Also ich sag mit Raptorenattacken. Oh. Yes. Ah, die Raptorenattacken. Aber du hast dir was dafür verdient. Das ist eine Badge-Karte, diese Runde. Du hast hier was verdient. Weißt du, was du dir verdient hast? Wer, ich? Nee, du nicht. Du hast hier nichts verdient. Du hast ja keine Raptorenkarte gelegt, ne? Du hast es dir verdient, einen grünen Raptor zu bekommen. Da, ein grünen Raptor extra für unseren Hut. Da ist da ein Raptor. Gut. Gut, wir sind mit der schwarzen Karte dran, ne? Wollen wir mal gucken, was wir hier Schönes erhalten. Meine Mutter wäre stolz auf mich, wenn sie wüsste, dass ich beruflich Punkt, Punkt, Punkt mache. Ja, worauf ist denn meine Mutter stolz? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Was macht denn meine Mutter so Tolles? Ja, ja. Die Karte wird nicht besser, wenn man die Hand drauflegt. Mhm. Butze konnte sich schnell entscheiden, der weiß, welche berufliche Laufbahn seine Mutter glücklich machen würde. Was für eine Scheiße hier. Ja, das ist Hutze. Der spielt halt gerne rum, der hat Spaß dabei. Bitte schön. Okay. Das heißt, dann machen wir mal die Karten. Hm? Ja, die Community schreibt gerade, meine Mutter wäre stolz auf mich, wenn sie wüsste, dass ich beruflich Playboy-Macher oder Schüler wäre. Aha. Okay, wollen wir mal schauen, was die Aiden uns hier als Beispiel, genau, als Lösung anbieten. So, jetzt haben wir es. Meine Mutter wäre stolz auf mich, wenn sie wüsste, dass ich beruflich mein Sexleben mache. Oh, das geht ja wirklich schon Richtung Playboy. Okay, meine Mutter wäre stolz auf mich, wenn sie wüsste, dass ich beruflich Kommunisten mache. Ja, das ist wieder eure Frage, eure Antwort. 122121 oder 12, wie auch immer, hinter dem Strich. Ja, seid ihr wieder dran, ne? Mal gucken, was die nimmt. Bin direkterweise gespannt. Ich hätte sogar einen Favoriten. Oh ja, ich hätte sogar einen Favoriten. Nein, ich hätte einen Favoriten. Den ich gleich verraten werde, aber erstmal, wenn die Community durch ist. Oh, die Community hat sich den gleichen rausgepickt, wie ich genommen habe. Ja. Es ist das Sexleben. Natürlich, ja. Kommunisten sind nicht immer die Besten. Aber Sexleben, da ist es definitiv mal das Gewinnerkind. Sehr schön. Ja, ja. Okay. Wie sieht's aus, Hutze? Schwarze Karte. Ich zeig mal kurz mein Löchchen nochmal. So schön fleißig zuschauen. Was dient in Südfrankreich als Hausmittel gegen Pickel? Ja, die Franzosen sind ja manchmal ein bisschen seltsam. Die essen Froschschenkel und de lange Baguette. Und anscheinend haben sie auch ein Hausmittel gegen Pickel. Welches ist es? 1, 2, 3, 4 oder 5? Schwierige Frage. Bitte mal reinhauen. Und ich darf daran erinnern, es gibt zweimal hier drei Punkte. Einer hat schon einen Punkt. Das heißt, es wird ein ziemlich hartes, enges Rennen. Wollen wir mal schauen, wer, wo oder was, ja, das Rennen machen wird. Genau. Es wurde sich für drei entschieden. Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist. Für drei wurde sich entschieden. Ich hätte diese Karte gewählt. Ja, wieder. Ja, die hätte ich genommen. Man weiß ja bei den Franzosen, was sonst genommen wird. So, eine neue Karte für uns. Schauen wir mal nach, was wir da haben. Oh, schöne Karte. So, was sieht denn da aus, mein Herr? Was dient als altes Hausmittelchen gegen Pickel? Nicolas Cage, der Urknall
Tja. Ich glaube dann eher doch der Urknall. Oh, der Urknall. Also ich denke mal, der beseitigt wirklich jeden Pickel. Dann ist man definitiv pickellos. Das Problem dabei ist, der ist schon lange her. Kein Wunder, dass da so viele mit Pickel rum. Juhu. Mag dieses Geräusch, das ist so geil gemacht. Yeah. Oh. Cooles Spielzeug. Macht Laune. So, Herr Luzi, Sie sind da mit der schwarzen Karte. Achso. Ja. Ja. So, warum bin ich verklebt? Tja, liebe Leute, warum ist der gute Luzi so verklebt? Ihr habt wieder die Wahl. Karte 1, 2, 3, 4 oder ist es sogar die Karte 5? Keine Ahnung. Ich gebe euch wieder im Chat den Strich und darunter könnt ihr die Zahl tippen. Welche Karte wird sein? 1, 2, 3, 4 oder 5. Es ist die Karte 5. Es ist die Karte 5. Es wurde sich entschieden. Ich hätte mich für die Karte daneben entschieden. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin da ganz ehrlich. Also wie gesagt, ich hätte eindeutig diese Karte genommen. Aber mal gucken, ob die Karte, die ihr gewählt habt, definitiv besser ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal nach. Oh, schöne Karte. Damit lässt sich auch bestimmt was Schönes machen. Herr Luzi, Sie haben schon zwei Karten. Sie dürfen wählen. So, warum bin ich denn verklebt? Ja, warum bist du denn verklebt? Greifball-Shooting. Alleinerziehende Väter. Greifball-Shooting. Oh, die Community hat einen Punkt gemacht. Hallöchen. Coole Nummer. Hätte ich jetzt nicht erwartet bei der Karte. Ich bin da ganz ehrlich. Aber nice. Sehr schön. So, das heißt, wir sind jetzt wieder mit der schwarzen Karte dran. Müssen hoffen, dass nicht der fünfte Punkt fällt, weil... Ja, sonst haben wir die Runde nicht geschafft. Ja, cool, auf jeden Fall cool. Ja, haha. Community, one point. Das heißt, was ist meine Antidroge? Ja, was ist meine Antidroge? Putze, Luzi, was ist meine Antidroge? Sucht's euch mal aus. Ja, die beiden sind sich sehr schnell dabei. Und es wird langsam Abend. Guckt mal euch um. Es wird langsam Abend. Guck mal, die Stadt ist da schon im Dunkeln auf der einen Seite. Da sehen wir den Sonnenuntergang. Ja. Es wird langsam später, man merkt's, wa? Ja. So. Wer ist denn überhaupt noch da? Hallo. So. Einige sind wohl noch da. The Crappy. Ja. Der ist eisern. Ja. Der ist richtig. Es ist ja auch schon spät. Viele müssen morgen wieder arbeiten. Ja. Aber GDR hat ja Ferien. Ist er jetzt zu anderen ins Bett gehuscht oder was? Oh, kann natürlich auch sein, dass er Freude hat. Das? So, wir konzentrieren uns aber wieder aufs Spiel. Was ist meine Antidroge? Todesangst haben? Was ist meine Antidroge? Meine Hüften. Ja. 1, 2, 2, 1, ihr habt die Wahl. Ich gebe euch den Strich und gebe euch den Strich, das klingt wieder so verkehrt. Yeah. Aber ihr habt jedenfalls die Wahl, ihr könnt eintippen, 1 oder 2, 2 oder 1. Was ist meine Antidroge? Todesangst oder sogar meine Hüften? Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual, wa? Ich hätte direkterweise sogar einen Favoriten. Aha. Ich sehe schon, da wurde die 2 gewählt. Es sind die Hüften. Hätte ich auch gewählt. Eindeutig. Wer hat's? Du hast also 5 Punkte? Nee. Nee?
Doch, du hast 5 Punkte. Nein. Peitsche? Peitsche hat 5 Punkte. Achso, Luzi ist Peitsche. Achso, dann mal herzlichen Glückwunsch, Luzi. Beim Gewinnen dieser Runde. Dankeschön. Bam. Ja, das war, denke mal, weil ja viele doch mittlerweile doch müde sind. Die letzte Runde Cards Against Humanity. Bitte. War eine schöne Runde. Fand ich, hat sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen auch so meine der Community-Einbindung. Ist mal ein ganz neues Konzept, finde ich. Ja, was sagt ihr dazu? Was? Nice, wa? Ja. Ja. Man sitzt nicht nur zu dritt eigentlich dabei und spielt das, sondern man ist doch ein paar Leute mehr. Schöne Sache. Ich denke mal, das ist eine Sache, die kann man hier oder da mal wiederholen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, man kann das nur noch. Hier sind 3 angezeigt. Ja, ja. Heißt das? Naja, das heißt, weil ich die ganze Zeit tippe, werde ich automatisch mit angezeigt. Also ich kann zum Beispiel mal die Liste machen. Ne? Aber für YouTube sagen wir erstmal kurz auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, YouTube. Und wir sehen uns in anderen Spielen oder die gleichen. Tschüss.